Ja, hallo Leute, hier ist euer Influencer Marc Bellinghaus. Ich würde gerne, sehr, sehr gerne an diesem traurigen Abend, traurigen Tag, wo ich erfahren habe, dass der wunderbare Klaus Otto Nagosnik gestorben ist, ganz plötzlich, würde ich gerne eine Pause machen, aber die Sachen, die aktuellen Sachen hier. Wir gucken gerade auf den neu gewählten Michael Schwarz, der ist neuer Generalstaatsanwalt in Hamm. Und auf diesen Mann habe ich natürlich große Hoffnung gesetzt, weil er nicht vom Münsteraner Klüngel abhängig ist, wie das seine Vorgängerin war, die Petra Hermes, die selber in Münster war. Und deswegen auch nichts getan hat. Für mich und für meinen Fall gegen diesen Justizskandal in Münster. Das ist wirklich, wirklich leider, leider wirklich ein Justizskandal. Ich habe jetzt auch schon mit einem Politiker aus Bayern Kontakt aufgenommen, der im Fall Mollert Bescheid weiß. Also da ergibt sich vielleicht sogar was. Worum es heute geht, ist Verleumdungsbeschuldigungen des Vizepräsidenten der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, Herrn Raphael Westermeier. Ich kann euch mal zeigen, ich habe von YouTube hier so eine Sache bekommen. Hallo Bellinghaus, so und so, Raphael Westermeier und Beschwerde. Uns liegt eine Beschwerde wegen Verleumdung zu deinen Inhalten vor. Nach der Überprüfung wurden die folgenden Inhalte auf den unten genannten YouTube-Länder-Websites gesperrt und können dort nicht mehr wiedergegeben. Also hier, das ist das Video. Raphael Westermeier Teil 2, Enttarnung, Lügen, Schleimerei, Investigativjournalist Marc Bellinghaus. Soweit, so gut. Da war so eine Schnecke, wo drauf steht, manche Tiere oder manche Lebewesen benutzen Schleim, um vorzukommen, und manche Menschen auch. Ich fand das sehr lustig und das fällt auch unter meine Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit und auch journalistische Freiheit als Journalist. Und ja, ich habe das auch alles begründet. Ich dachte, wir leben hier in der Demokratie und Herr Westermeier kann das ertragen, fühlt sich nicht auf den Schlips getreten. Aber da er das nicht anders will, zeige ich euch mal ein kleines Häppchen von Beweis. Das hier ist von der Altmann Fröhlich Rechtsanwaltsgesellschaft. Ja, das war also diese Vorgabe gegen mich im Gericht für eine Sache, die ich schon längst bewiesen habe. Ja, es geht also mehr oder weniger in diesem dicken Schreiben hier um die Glaubhaftmachung von eidesstattlichen Versicherungen, und zwar die eine von Kostolmann und die andere von Remzi Al-Khaleesi. So, und dann taucht dieser Wunderbare unter 5 Auftreten als angeblicher Vertreter der GdBA. Ich muss euch nochmal sagen, Leute, ich bin kein angeblicher Vertreter. Ich bin im Mai 2023 offiziell gewählt worden. Ich war da. Ich bin nicht irgendwie, habe mir das nicht eingebildet. Aber so, das ist die E-Mail, die wird hier auch be benannt. So, Herr Westermeier, es ist absolut Ihr Recht, gegen den Enkel von Adolf Hitler so anzugehen und ihm in den Rücken zu stechen. Ich kann das auch aus Ihrer Sicht verstehen, aber ich kann nichts für meine Großeltern, Gil Raubal und Adolf Hitler. Es tut mir leid, ich muss es machen, das ist meine einzige Notwehr. Sonst werde ich hier zusammengeknüppelt und das werde ich auch dem Generalstaatsanwalt in Hamm so sagen. Also, richtig ist, die GdBA selbst hat gegenüber der Generalintendantin deutlich klargestellt, dass der Antragsgeber nicht für die GdBA spricht. So, warum stehen Sie dann mit geschränkten Armen da und machen auf NV Verbesserungen? Weil NV ist hier auch in diesem Schreiben erwähnt worden, und zwar richtig heavy.
dass die ganzen Leute rausgeschmissen worden und nach dem NV-Vertrag. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, warum hier eine Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger so tut, als würden sie den Leuten helfen wollen. Und dann machen sie sowas hier. Die GBLA selbst glaubhaft machen, eidesstattlich Versicherungen von Frau Kostormann vorgelegt als Anlage F1. Vorgelegt als Anlage AF1. E-Mail, da, können Sie das lesen? Konnt ihr das lesen? E-Mail des Landesvorsitzenden der GBLA an die Generalintendantin vom 9.11.23. Was ist hier Verleumdung, Herr Westermeier? Ist das eine Verleumdung? Was verleumde ich hier? Ich zeige ein Beweismittel, dass Sie einem Vertreter der Künstlerhilfe in den Rücken gefallen sind, weil Sie dann sich eingeschleimt haben, so sehe ich das. Das ist auch mein Recht, das so auszudrücken. Wie eine Schnecke den Schleim verbrät, haben sie sich eingeschleimt. Das ist nun mal ein guter Vergleich. Vorgelegt als Anlage 3 zur Anlage AF. Die Antragstellerin hatte zunächst gehofft, dass es sich um einmalige Aktionen, also von mir, handeln würde. Die Beharrlichkeit und die wachsende Intensität, mit der Antragsgegner, insbesondere die Zuschauerinnen und Zuschauer des Theaters, Mitarbeitende sowie Vertreter der Presse und der Öffentlichkeit mit seinen falschen Tatsachenbehauptungen, wo sind die falsch? Es ist alles nachgewiesen, dass es richtig ist, auf dem Punkt. Und Anfeindung belästigt sowie die zunehmende verbale Feindseligkeit gegenüber den Angegriffenen hat jedoch die Erkenntnis gebracht, dass sie tätig werden muss. Aha. Und die 500 Unterschriften werden unter den Tisch fallen gelassen. Ja. Es waren in einer Petition 390 Unterschriften. Dann hat der Alte von Kostholmein die abgewürgt und hat das mit Lügen, mit drei Verleumdungen, Herr Generalstaatsanwalt von Hamm, hat behauptet, ich wäre gefährlich, ich wäre ein Lügner. Und ich wäre eben nicht mehr ganz zurechnungsfähig, wäre verrückt. Also drei, deswegen habe ich ihn angezeigt. Und es ist wirklich ein harter Tobak. Ich werde auch noch mehr darüber veröffentlichen, weil ich hoffe, dass dieses Urteil, Unrechtsurteil, kassiert wird. Und Herr Generalstaatsanwalt in Hamm, ich muss Ihnen sagen, was da geschehen ist in diesem Gerichtssaal, das ist Horror für jedes Menschenrecht und das besonders auch für meins. Ich wurde von drei Justizbeamten umzingelt. Einer saß direkt neben mir, so als wäre ich eine Gefahr, und zwei saßen hinter mir. Das kann der Herr Walter auch bezeugen und auch meine Rechtsanwältin. Wir haben uns im Nachhinein darüber mokiert und beschwert, aber als sie da saßen, ich konnte gar nicht nachdenken, er hat mich die ganze Zeit angeklotzt, der eine, so als wäre ich eine Gefahr. Das ist ein absoluter Skandal, was hier vorgefallen ist am Landgericht. Und dann muss ich Ihnen noch eine Sache zeigen. Ja? Meine Kunst wurde im Landgericht, jetzt hier ist es schwarz auf weiß, da, von diesem Richter Barton, das ist der Pressesprecher des Landgerichts Münster, ja? Ist auch ein Richter. Der hat mich 2022 obdachlos gemacht mit diesem absolut unfassbaren Vorsitzenden Richter am Landgericht, Dr. Georg Bischoff. Und da werde ich auch noch ins Detail gehen mit diesem Mann. Also hier wurde meine Kunstausstellung Defending Ukraine, die ich wirklich in gutem Willen und Hoffnung gemacht habe, wurde einfach abgelehnt. So, und zwar hier von Schambert selbst. Und dann habe ich noch einen Brief bekommen. Moment, hier, genau. Hier oben ist das. So, Sie sehen, ich habe jetzt, es ist unfassbar, unfassbar, was man mir hier antut. Da ist nochmal von Barton, da seht ihr,
So, und da wurde darüber geredet, die deutsche Justiz hat auch in diesen schweren Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger ihre Neutralität zu wahren. Aha, okay, da ist es. Das ist die Neutralität. Meine Kunst wurde abgelehnt mit der Begründung, dass das Amt als Landgericht neutral sein muss, Herr Generalstaatsanwalt. Ich hoffe, Sie können mir folgen und ich hoffe, Sie sehen überhaupt dieses Video, weil ich werde Ihnen das auch schreiben. Das geht gar nicht. Meine Kunst wurde 4-mal bereits abgelehnt, 4 verschiedene Projekte, will Herr Schambert nicht. Und insofern hat er sich selbst in den Arsch getreten, weil das Theater Münster ist da dauernd zu Gast. Und das ist genau der Grund, warum ich dieses unfassbare Urteil ablehne, weil die ganz klar befangen sind. Die haben keine Neutralität, die haben das Theater zu Gast, Theater Münster mit Tollmein. Und das bedeutet, dass das Gerichtsurteil hinfällig ist, weil mir kein richtiger Prozess gemacht werden konnte, weil das Landgericht befangen ist, weil 2 Tage später spielte da wieder das Theater der Stadt Münster. Wie würde das denn aussehen, wenn das Theater Münster, ja, wenn das Theater Münster schuldig gesprochen worden wäre? Und dann ist es da ein paar Tage später und führt da seine Stücke auf. Das sieht doch jedes Baby, dass das nicht geht, dass das absolut irre ist, was sie mit mir getan haben. Das geht doch nicht. Ich meine, ich bin aufgestanden, habe gesagt, sehr geehrter Herr Richter, Vorsitzender Richter Dr. Stenner, ich kann es nicht vertreten, dass hier das Theater zu Gast ist und ich soll hier kämpfe hier für mein Recht. Das ist klar, dass sie mich von vornherein das mein Begehren ablehnen müssen. Insofern hoffe ich, Herr Generalstaatsanwalt, Herr Schwarz, dass sie das da wirklich reinschauen. Mir ist das sind so viele Formfehler in dieser Verhandlung. 2 Stunden habe ich gekämpft wie ein Tiger, wie ein Löwe. Und ich habe den größten Beweis des Bühnenbildes vorgelegt. Das würde jeder blinde Richter, und da gibt es ja auch einen am Landgericht, der würde das auch sehen. Der würde mir recht geben, dass es nicht geht. Dass man ganz klar sehen kann, meine Kunst wurde geklaut, wurde als Bühnenbild verwendet. Diese Sache muss abgelehnt werden. Also deren Sache. Und meine muss genehmigt werden, das ist ganz klar. Ich muss freigesprochen werden. In dubio pro reo mindestens, Herr Generalstaatsanwalt von Innenham, Herr Schwarz. Herzlichen Dank für alle Ihre Aufmerksamkeit und an diesem traurigen Abend ein guter Gedanke für den wunderbaren Jäger, der wirklich absolut toller Mensch war. Also Leute, alles Gute, bis bald.